Wir kommen zu einem Wein, der für mich persönlich sehr wichtig ist, weil es ist eine Lage, die bereits vor 150 Jahren im Hause von Volxen zu unserer einer unserer Kernlagen war. Ein Weinberg 1883 gepflanzt, also über 135 Jahre alte Rebstöcke in Wiltingen. Und es ist vielleicht unser feinstes großes Gewächs. 18, ein großes Jahr. Bin gespannt. Ich kann dazu was sagen. Es gab einen Menschen, der sehr lange an der Saar und an der Mosel Wein gemacht hat. Er hat immer gesagt, der Wein, der als erstes blüht, ist der Gottesfuß. Also früher waren die Weine ja stahliger, die Jahrgänge waren kälter, Sonne gab es an der Saar kaum. Und Gottesfuß war der Weinberg, der als erstes blühte. Was machst du kochen dazu? Also gebraten Zander, Moselzander auf der Haut groß gebraten. Direkt bei dir um die Ecke aus dem Mosel rausgezogen. Auf der Mosel rausgezogen, Sauerkraut. Aber den gebraten und dann so kurz gezogen. Groß auf der Haut. Ja, ja. Ich bin sehr froh, dass wir in einem solch heißen Jahr wie 18 einen so feinen Wein erzeugen konnten. Super Wein. Toll. Ganz begeistert, Roman. Meisterstück von deinem Kellermeister. Prost. Danke sehr.